Timelash! Nimm mich mit! Timelash! Timelash! Me of the Sultan Empire are going to Timelash! Yo, do, bo, mo, bo, go, Timelash!2015 hatten viele damit gerechnet, dass die Timelash kaum mehr als eine Eintagsfliege in der deutschen Convention-Landschaft sein würde. Inzwischen gab sie bereits viermal ihr Heimspiel im angestammten Kasseler Kulturbahnhof. Mit Gästen aus der beliebten britischen Fernsehserie Doctor Who. Um die 900 Besucher konnte die Timelash 4 vom 27. bis 28. Oktober verzeichnen. Sie war damit zwar nahezu ausverkauft, aber dennoch so familiär wie gewohnt. Natürlich gab es auch wieder die Ausstellungsstücke der Who Crew zu bestaunen. Rocking Robins, wechselnde Charakterfiguren und Heinz Westerwellers TARDIS ziehen die Fans jedes Jahr aufs Neue in ihren Bann.
Hi Terry, great seeing you again. Hello. How was it this time, second time round? Brilliant. Brilliant, as always. It's fantastic. I'm just loving it. I mean, everyone's so nice. It's, yeah. You know, well, I'd say that as I'm surprised. No, I mean, Doctor Who fans are nice. And especially here in Kassel. Well, it is great seeing you here again. No, my pleasure. It's been a great delight. It is. Anyway. Auch die Schauspieler schauen gern mal in der TARDIS vorbei. Selbst der über 90-jährige William Russell, der bereits in der allerersten Staffel mit William Hartnell den Lehrer Ian Chesterton verkörperte. You must get sick of that. I knew you were this wonderful Ein Doktor hätte die TARDIS beinahe abgerissen, doch das alte Mädchen erwies sich immer noch als abenteuertauglich. Goodness, that was an amazing adventure we just had there. It was. That was 10 years. Wow. You're so rubbish at driving that thing, though, still. I know, but you should drive it one day. Yeah, I will. Maybe our lady, no, our lady will never drive it, that's true. Anyway, where are we now? Warum eine pinkfarbene TARDIS? Sylvester McCoy ist dieses Mal der Doktor, also der siebte. Und es gab eine Folge, eine Doppelfolge, Happy Patrol. Und in der wurde die TARDIS pink gemalt. Und das war der Grund, dass ich mir dachte, hey, es gibt so viele blaue TARDIS, auch hier auf der Timelash, seit Jahren. Und ich habe mich entschieden, für ihn echt mal einen Gefallen zu tun und mal die pinke TARDIS für ihn zu machen, weil die so selten ist. Ich kenne sonst keine Cosplayer, die das bisher getan hat. Schmerz. Wir mögen beide Charaktere, an die sich nicht so viele herantrauen. Und das ist eindeutig so ein Charakter. Haben wir auch selber beim Basteln gemerkt, warum? Und wir wollten halt auch gerne mal so ein Partnerkostüm. Also sonst warst du Nan oder ein Doktor und ich war die TARDIS, aber so war das dann mal etwas, wo wir beide auch einen Beitrag irgendwie zu leisten konnten. Und Halloween steht vor der Tür. Und woraus habt ihr das gemacht? Wie man hier vielleicht sieht, hier ist sehr viel recycelt worden. Eine alte Pfandflasche, Pappe, ein Trichter, sind LED-Lampen. Das ist wirklich original aus dem Ärztebedarf. Das ist ein Tablettenbehälter für die ganze Woche, Stimmverzerrer, ansonsten einfach nur schwarz gemacht. Dann ist das hier ein Bademantel, das da unten sind Geschirrtücher, Thermounterwäsche, ein paar Clocks. Also ich habe wirklich einen Ärztekittel genommen, aber zum Beispiel auf meinem Kopf ist eine aus Filz diese Topfschoner, dass man die Pfannen ineinander stecken kann. Und das einfach zusammengenäht und der eine Teil ist nach hinten gesteckt und ja, das war's dann auch schon.
Und wie war die Resonanz bisher auf der Timelash? Sehr positiv. Also wollten viele Fotos machen, was hier einfach immer auch toll ist. Wir finden auch viele Kostüme toll und nee, also sehr positiv. Aber auch, also gerade wenn du dann sprichst, ist es schon sehr erschreckend für viele. Wenn man das Gesicht nicht sieht, dann reagieren die Leute wirklich mit echter, wie kann man es nennen, Angst kann man jetzt nicht wirklich nennen, aber die sind, man sieht den Schauer, der ihnen über den Rücken läuft. Also du hast gerade vom Stimmverzerrer gesprochen, das sprichst du also jetzt selbst und es kommt nicht vom Chip oder? Nee, ich habe hier meine Tasten, normalerweise sind die so programmiert, dass da bestimmte Wörter drauf sind. Das war mir zu kompliziert und so habe ich unendlich viele Wörter zur Auswahl. Besonders auch, wenn man hier einige von den Timelash-Freunden mit Namen anspricht. Und ich habe niemandem erzählt, was wir als Kostüm machen. Das ist so ein toller Effekt. Also die würden am liebsten weglaufen. Das ist ja ein ganz toller K9. Wer hat ihn denn gemacht? Ja, eigentlich wir beide. Die Elektronik habe ich gemacht. War nicht gerade einfach, als Nicht-Elektronik-Expertin. So. Aber ich habe es hingekriegt. Wie hast du dir denn das Wissen dann dafür angeeignet? Oh, ich habe da einige zu Hause rumsitzen, die mir geholfen haben. Liegt in der Familie. Ja, ich habe ein paar Elektronikfachleute daheim sitzen. Was kann er denn alles? Ja, der kann seine Augen leuchten, da vorne die Knöpfchen leuchten und da kann ein Laser abschießen. Ja. Ein Laser ist auch eingebaut. Falls mich mal wieder einer ärgert, kann ich mir mal ausleihen. Gerne doch. K9 hat nichts dagegen. Ich habe aber gehört gerade, er hat auch noch ein besonderes Geheimnis. Ja, hat er. In seinem Inneren verbirgt sich das. Ja, was super der ganz große Geheimnis. Ist. Ja, ganz toll. Sein Schatz. Ich habe es extra so zugemacht, dass er dann wieder aufgeht. John Leeson, Tom Baker, Louis Jameson und David Tennant. Wir haben alle da unterschrieben. Wir haben alle da unterschrieben. Hier sind wir dafür extra nach England geflogen. Ja, für Tom Baker und Friends. Da gab es dann halt Tom Baker, Louis Jameson und John Leeson. Und da war ich vor kurzem in Belgien auf der FACTS. Und da habe ich dann David Tennant kennengelernt und habe ihn direkt gefragt für ein Autogramm. How was it for yourself being in this costume? Well, my name is John Davey and I played many of the monsters in Doctor Who, including the Jadoon. And I'm very impressed with what you've done here. It's very accurate and probably you can testify that it's very hot and very hard work. But we normally get through
being in our monster costumes by just meditating, zoning out, thinking of happy things like beaches and beautiful sunshine. So maybe you could try that. Yeah, thank you very much. I will do. You're welcome. Ho, 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 ho. Chuck-a-do. Ho, ho. Ho, 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 ho. Hallo Claudia, wir kennen uns ja von der FedCon und du bist jetzt das erste Mal hier auf der Timelash. Was machst du hier? Hi Michael, ich bin hier für den Panini Verlag, weil ich die Doctor Who Comics vom Englischen ins Deutsche übersetze und Panini hier einen Stand hat und auch die Comics verkauft und wir ein Panel machen über Doctor Who in Deutschland. Und wie gefällt es dir bis jetzt? Ich finde es super. Also es ist meine erste Timelash, ich war noch nie auf einer, aber es erinnert mich von der Veranstaltung her total an viele englische Cons, in dem Sinne, dass es kleiner ist und familiärer als Cons, mit denen ich so vertraut bin. Und das Schöne ist dadurch, dass das eine Veranstaltung ist, die sich allein einem Thema widmet, sind eben hier auch alle sozusagen ja, eine große Familie, auch wenn das jetzt wie ein Klischee klingt, aber es ist einfach so. Hast du dich denn mit ein oder zwei von den Schauspielern schon mal unterhalten können? Ja, zum Glück konnte ich mich tatsächlich mit Sylvester McCoy unterhalten und mit Sophie Aldred und gestern Abend auch mit der Katie Manning vorm Essen, die unheimlich lustig und quirlig ist. Und der McCoy, also wir hatten ihn ja zum Glück auch schon bei uns auf der HobbitCon, der ist einfach Sylvester McCoys Naturgewalt. Der ist einfach da und ich finde ihn ganz, ganz toll. Und die Sophie Aldred hat sich auch schon bei der Opening bewährt, als sie direkt den Dalek von der Bühne gehauen hat. Also ganz, ganz tolle Gäste. Könntest du dir vorstellen, wiederzukommen? Jederzeit. Also wenn die Timelash mich wieder haben möchte, dann werde ich sehr, sehr gerne zur Timelash kommen. Der Costume Contest auf der Timelash kommt zum Glück ohne große Sach- und Geldpreise aus. So bleibt der Spaß an der Sache im Vordergrund, ohne dass sich ambitionierte Fans mit Cosplay-Profis messen müssen. Zwei Tage sind verdammt schnell vorbei und die TARDIS macht sich mit den anderen Ausstellungsstücken wieder auf die Heimreise. Kein Grund zum Trübsalblasen, denn das Datum für die Timelash 5 gibt es bereits. Den 12. Oktober 2019. Und immer dran denken, habt Spaß und lasst euch nicht unterkriegen.